Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein weiteres 3-Bücher-Die-Video für euch. Und wie ihr es im Titel vielleicht schon gesehen habt, ist es ein 3-Bücher, auf die ich mich im ersten Halbjahr 2024 sehr, sehr freue. Wie bereits angekündigt, sitze ich hier auch in meinem Christmas-Sweater. Heute ist Klopfer dran. Der Pulli ist auch ganz neu. Ich kaufe mir jedes Jahr einen neuen Weihnachtspulli. Das hier war der für 2023. Und ja, ich liebe ihn jetzt schon mit diesem ganzen Rosé Metallic. Und Klopfer ist sowieso mein Lieblingscharakter von Bambi. Aber darum soll es nicht gehen. Ich habe mir zu Recherchezwecken für meine Neuerscheinungsvideos natürlich schon angeguckt, was so im nächsten Lesehalbjahr oder allgemein im nächsten Jahr an Büchern auf den Markt kommen wird, und ich sag's euch, nächstes Jahr wird teuer. Nächstes Jahr wird richtig teuer. Es gibt so viele Bücher, die mich interessieren. Das wird richtig, richtig schlimm. Ich habe mir jetzt einfach mal 3 Stück, auf die ich mich besonders freue, rausgesucht. Eigentlich wollte ich Crescent City mit aufnehmen, aber ja, ich habe mich dann doch für 3 andere entschieden, weil ich nicht so diese Hardcore-Mainstream-Bücher jetzt nehmen wollte. Ich meine, Iron Flame und Fourth Wing, das war ja dieses Jahr granatenmäßig, und ich wollte nicht diese hardcore gehypten Bücher mit aufnehmen, sondern euch heute 3 präsentieren, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber die für mich sehr, sehr wichtig werden könnten in diesem Jahr. Nennen wir es einfach mal so. Ja, das erste Buch, von dem habe ich euch tatsächlich im Neuerscheinungsvideo zuvor schon erzählt, weil es direkt im Januar auf den Markt kommen wird. Und zwar ist das das neue Buch bzw. der Reihenauftakt von Lena Kiefers neuer Reihe Cold Heart. Das ist ja quasi das Spin-off zur Westwell-Reihe, die sie schon auf den Markt gebracht hat. Strong and Weak wird der erste Band heißen, und ich erzähle euch natürlich gerne auch noch, um was es geht. Das Cover ist natürlich schon ein Traum. Ich mag ja diese ganz schlichten Cover, die aber trotzdem, wenn man den Inhalt des Buches kennt, super stimmig sind. Den Charakter des Buchs kennt man auch schon. Also ja, macht Sinn, weil es ein Spin-off ist. Aber ich freue mich da auch wirklich schon richtig drauf, weil Lena jetzt auch eine Zeit lang eine Pause gemacht hat und das Ganze sich, ja, bisschen hinausgezögert hat, und jetzt kommt endlich Cold Heart auf den Markt, und da bin ich echt sehr, sehr froh drauf und freue mich auch drauf. Es ist übrigens eine 3-teilige Reihe, genau wie Westwell, und spielt halt eben auch im gleichen Setting. Ist ein Spin-off, macht Sinn. Elijah Coldwell hat sein Leben unter Kontrolle. Studium, Firma, Sport, alles ist strengstens durchorganisiert. Die Ängste, die ihn seit einer Entführung in der Kindheit quälen, hat er auf diese Weise im Griff. Nur sich zu verlieben, kommt für ihn nicht in Frage. Zu groß ist das Risiko, noch einmal so verwundbar zu sein wie damals. Doch dann trifft er auf Felicity Everhart, die ihn mehr fasziniert als irgendjemand zuvor. Eigentlich hat Felicity gerade andere Sorgen, bemüht sich jedoch vergebens darum, endlich ihrem Vater näher zu kommen, der zwar ihr Traumstudium an der Kunsthochschule in New York finanziert, von dem sie sonst jedoch kaum etwas weiß. Aber das, was zwischen ihnen ist, könnten weder Elijah noch Felicity lange ignorieren. Nichts ahnend, dass ihre Liebe unter denkbar schlechten Vorzeichen steht. Denn als Elijah neue Hinweise zu seinen Kidnappern erhält, führt die Spur ausgerechnet zu Felicitys Vater. Das nächste Buch ist von einer Autorin, die mich im Jahr 23 absolut begeistert hat. Ich habe sie auch in diesem aktuellen Lesejahr ganz neu für mich entdeckt. Macht auch Sinn, weil dieses Jahr ihr Debütroman rauskam im Hause Fischer, nämlich spreche ich von Franzi Kopka, die quasi mit ihrer Game-Show-Dilogie, oder ich weiß gar nicht, ob es noch eine Trilogie wird, ich glaube, es bleibt eine Dilogie, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sind aktuell im Jahr 23 2 Bücher von Game-Show auf den Markt gekommen. Kann auch sein, dass noch ein 3. Band kommt. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, ich möchte hier jetzt keinen Unfug erzählen. Auf jeden Fall wird sie jetzt ein weiteres Buch herausbringen, auch im Hause Fischer. Und zwar heißt das Honesty, was die Wahrheit verbirgt. Ich habe gerade, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche, eine Vorschau vom Hause Fischer in meinem E-Mail-Postfach gehabt und habe das Buch auch direkt angefragt, weil ich gerade bei Game Show so fasziniert war von Franzis Schreibstil. Also die hat mich da so in die Geschichte hineingezogen. Und ich habe es, glaube ich, auch als Monatshighlight verbucht.
bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es das war, aber es war auf jeden Fall ein großes Highlight für mich, dieser Reihenauftakt. Den zweiten Band habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, aber ich freue mich sehr, sehr, sehr auf dieses Buch, weil mich der Klappentext auch total anspricht und ja, das wird, glaube ich, richtig, richtig schön. Nach der großen Pandemie und einem erbitterten Krieg herrscht in Zestebi, weiß ich genau, vollkommener Frieden. Eine allgegenwärtige KI sorgt für die Bevölkerung. Lügen gehören der Vergangenheit an, genau wie jene Emotionen, die Menschen unbedacht handeln lassen. Misstrauen, Eifersucht oder Wut. Nur May spürt diese verbotenen Gefühle. Gefühle, die sie ihr sicheres Leben kosten könnten. Als sie in das Partnerschaftsprogramm der Regierung gesteckt wird, steht sie unter strengster Beobachtung. Sie tut alles, um nicht aufzufliegen, wäre da nur nicht dieser gefährlich attraktive Typ mit den frostblauen Augen, der sie immer wieder provoziert, bis er ihr ganzes Weltbild mit nur einem Satz zum Einsturz bringt. Es erinnert mich tatsächlich an ein Buch, das ich früher mal gelesen habe. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Reihe hieß. Irgendwas mit XXX und Kai. Ich weiß nicht mehr, wie das Mädchen hieß. Und da gab es irgendwie der Ausbruch. Ich müsste noch mal gucken. Ich werde es euch auf jeden Fall irgendwo verlinken, welches Buch ich meine. Und da geht es ja auch irgendwie darum, dass keine Gefühle zugelassen werden dürfen. Und dass die Regierung da alles Mögliche für sie übernimmt. Und ja, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Auf jeden Fall erinnert es mich daran und bin schon sehr gespannt, wie Franzi das da umsetzt. Und dann kommen wir last but not least zum dritten Buch, das ich euch heute vorstellen möchte. Und wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, der wundert sich jetzt gar nicht, dass ich dieses Buch nenne. Und zwar ist das Soul and Ash, Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout. Das ist der fünfte Band der Liebe kennt keine Grenzen Reihen rund um Poppy, Castile und Co. Und ihr wisst es, ich liebe diese Reihe. Sie ist zwar, was die zwischenmenschlichen Szenen angeht, etwas übertrieben und ich finde, die Szenen sind auch ein bisschen zu oft, würde ich jetzt sagen, und ein bisschen zu abgedreht, aber ich mag einfach die Geschichte rund um Poppy und Co. Und ich finde, sie ist eine Hammer-Protagonistin. Sie ist einfach badass, sie ist tough, sie ist, ja, steht ihre Frau und das gefällt mir sehr gut. Und Castile ist auch einfach ein super toller Charakter, so Book-Boyfriend-Material. Da bin ich schon sehr gespannt, wie die Story weitergeht. Ich habe alle vier im Regal. Ich habe auch beide Bände, die bereits erschienen sind, vom Spin-Off. Also ja, die hat so ein ganzes Regalfach nur für sich, diese Reihe. Wobei, aktuell steht noch Fourth Wing und ein Iron Flame dabei, aber die Reihe geht ja auch noch weiter. Also die wird irgendwann wahrscheinlich etwas in meinem Regal entzerrt werden. Was ich wieder im Saarländischen. Da es sich, wie gesagt, um den fünften Band einer Reihe handelt, werde ich euch natürlich diesen Klappentext jetzt nicht vorlesen. Das wäre absolut Schwachsinn, weil ich damit wirklich den Inhalt von vier Bänden verraten würde. Ich habe mir den Klappentext vorhin nämlich durchgelesen. Das wäre nicht gut. Ich werde euch jetzt natürlich den Klappentext zu Band 1 vorlesen. Poppy ist eine Auserwählte. Wenn sie den Segen der Götter erhält, wird sie die Einzige sein, die ihre Heimat vor dem Angriff des verfluchten Königreichs retten kann. So will es die Tradition. So will es das Gesetz. Das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, geschweige denn mit ihr sprechen oder sie berühren. Eines Tages wird der attraktive Hawk mit den goldenen Augen, dem frechen Grinsen und den provokanten Sprüchen Poppys Leibwache zugeteilt und sie merkt, dass es in ihrem Leben so viel mehr geben könnte als nur ihr Amt, dass sie ein Herz hat, eine Seele und die Sehnsüchte einer ganz normalen jungen Frau. Als an den Landesgrenzen die Schatten der Verfluchten immer drohender werden, muss Poppy sich zwischen Liebe und Pflicht entscheiden. Ich habe jetzt mit Absicht Bücher aus verschiedenen Genres ausgewählt, einfach nur, um zu zeigen, was in den verschiedenen Genres so auf den Markt kommt. Wir haben hier einmal mit Coldwell New Adult mit ein bisschen Crime, würde ich behaupten. Honesty ist dann eher Dystopie und Soul and Ash geht dann eher in die Richtung Fantasy, Romantasy, je nachdem Spicy Fantasy, wie ihr es gern habt. Also für sehr breit gefächerte Genre oder für sehr breit gefächerte Interessen ist da auf jeden Fall was dabei. Ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren jetzt verraten, welche Bücher euch für das erste Halbjahr 2023 besonders interessieren. Ich packe euch diese drei natürlich in die Infobox und das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!